Natürlich ja, fühlt man mit der Ukraine mit. Es ist sehr emotional. Ich hoffe, dass wir den Menschen dort ja, für 90 Minuten eine schöne Zeit geben könnten. Die Ukraine hat ja einige tolle Athleten, probieren im Heimatland ja, in schwierigen Zeiten so ein paar Glücksgefühle zurückzugeben und ziehen daraus eine große Motivation, was ich sehr toll finde. Sportlich schätze ich sie sehr gut ein.